Willkommen zu einem neuen Video von Fishing Planet mit mir, dem Underwater Frank. Heute geht es um das Ultralight Pack. Ich mache jetzt nämlich ein paar Giveaways, also drei Stück an der Zahl. Und ja, und ich mache jetzt halt erstmal ein Giveaway, also einmal das Ultralight Pack DLC. Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel schon, ja, dass hier verschiedene Köder mit bei sind, verschiedene Blinker, Krebse sind hier bei, dann verschiedene kleine Jigheads. Leichte Schnüre, dann kleine Rollen, auch noch ein Keschernetz und ja, eine Tasche und dann noch ein Rucksack oder ja, noch eine größere Tasche und eine Angeltasche für die drei Routen, die hier auch drin sind. Und das ist halt, um die leichteren Fische zu fangen. Also ich sag mal so von, ja, 1 Kilo bis so 3, 4, 5 Kilo und schwerer sind die dann auch nicht belastbar, ne? Kann ich euch gleich auch nochmal im Spiel zeigen. Ja, was sonst noch bei dem DLC mit bei ist, sind 7 Tage Premium, 1750 Credits, 25 Gold. Dann alle Basislizenzen, die Trout Oregon Lizenz, also die Forellen Oregon Lizenz. Dann die Barsch Lizenz in North Carolina und das alles für 30 Tage. Genau, und das ist dann halt das DLC. Und ich stelle euch jetzt einfach mal eine Frage und ihr schreibt dann in den Kommentaren einfach eure Antwort. Und die Frage lautet, ja, welche Fische würdet ihr gerne mit diesem DLC-Pack angeln? Also welche Fische habt ihr da so im Visier, wenn ihr das DLC-Pack jetzt gewinnt? Und wie gesagt, ich lose dann jetzt einen aus und dann die nächsten Tage mache ich dann die anderen Giveaways und lose dann immer wieder einen aus, ne? Also so dass dann halt drei Giveaways stattfinden. Wie gesagt, die erste Frage ist, welchen Fisch würdet ihr damit angeln wollen, ne? Das ist so die erste Frage. Ich guck mal ganz kurz, ob ich das hier alles schon drinne habe. Ne, da müsste ich einmal nach Hause reisen. Also ich hab die ganzen Sachen noch zu Hause liegen. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch eine Runde angeln. Ich bin gerade noch in Michigan und wollte jetzt mal ein bisschen auf Zander gehen. Und ich habe jetzt folgende Ausrüstung. Ja gut, die Galaxy Cast könnt ihr dafür nehmen, also die wirft ungefähr so an die 40 Meter, da habt ihr auf jeden Fall gut Kilogramm, also wenn ihr jetzt mal so ungefähr so einen 9 Kilogramm schweren Zander angelt, dürftet ihr den damit gut rauskriegen. Die Cyclone 5500 ist auch nicht schlecht dafür, die geht auch bis 16 Kilo, dann habe ich hier die Braid 23 mm drauf und den Crankbait 9 Meter 4.0er Haken. Dann würde ich sagen, angeln wir noch eine Runde und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei dem Giveaway. Auch nochmal herzlichen Dank an das Fishing Planet Team, die mir die Code zur Verfügung gestellt haben. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Dann gehe ich hier mal an den Leuchtturm. Hier, der Pantoffel ist auch gerade da. Gucken wir mal, was der so angelt. So, dann gucken wir mal. Wie viel sind jetzt hier? 17 Leute. Oh, hier hat einer einen einzigartigen Süßwassertrommler geangelt. Der Wolfsbarsch. Ja, GZ. Sehr schön. Nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal ran. So, ich habe jetzt hier genau die Galaxy Cast mit der Zyklonroute und den Crankbait. Und ich stelle jetzt die Uhrzeit mal auf 18 Uhr bei bewölkt. Und dann versuchen wir mal, ob wir vielleicht auch einen einzigartigen Zander rauskriegen. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. So, dann gucken wir mal. So. Also ich habe jetzt, ich mache jetzt erstmal zweier Bremse und eine Einholgeschwindigkeit und dann immer so ein bisschen ziehen, dass er so in das mittlere Wasser kommt und dann ihn wieder so leicht aufsteigen lassen. Also er zieht sich gleich auch noch ein bisschen weiter runter. Genau, und dann lasst ihr den wieder aufsteigen. Genau. Und dann haben wir vielleicht auch Glück, dass was beißt. Oh ja, da ist schon was. Da ist schon was dran, ne? Oha! Da kann ich die Bremse auf jeden Fall nicht erhöhen, oder? Doch, am Anfang hat er ein bisschen stärker gezogen. Na, mal gucken, was wir jetzt dran haben. Also, ja, es könnte ein Trophy sein, könnte auch ein normaler sein, aber ein Unique ist es auf jeden Fall nicht. Dafür lässt er sich dann doch ein bisschen zu leicht ranziehen. Wollt euch dann auch nochmal was zeigen, wenn wir ein bisschen schwereren Fisch dran haben. Was ist das jetzt hier? Das ist ein normaler Zander. Also wenn ihr jetzt einen schwereren Fisch dran habt, der jetzt wirklich so, keine Ahnung, richtig weit rauszieht, was ich zum Beispiel auf 130 Meter, so eine Sachen gibt es ja jetzt, dann einfach anschlagen mit der rechten Maustaste. Eventuell kann ich euch das ja nachher auch nochmal zeigen. Und dann einfach rechte Maustaste gedrückt halten
sodass jetzt nicht im dunklen, im tiefdunkelroten Bereich ist, sondern so, dass die Schnur das noch aushält, dass sie jetzt nicht dabei kaputt geht. Und dann einfach so lange rechte Maustaste gedrückt halten, linke Maustaste nicht drücken, also nicht kurbeln, bis die Power wieder runtergeht. Ich kann euch das mal zeigen. Seht ihr, die Power geht sofort wieder runter. Gut, bei den leichten Fischen ist halt ein bisschen einfacher. Und dann einfach rechte Maustaste gedrückt halten und dann seht ihr, wie die Spannung nachlässt und dann könnt ihr ganz in Ruhe reinkurbeln. Ne? Also, das haben wir jetzt noch so rausgefunden, so auch hier beim Bierstübchen-Anglertreff. Und ja, wir helfen uns da ganz gut, soweit, dass wir jeden auch unterstützen. Und ja. So. Da haben wir auch schon wieder was dran. Ne? Ihr seht jetzt, ich halte die rechte Maustaste gedrückt und dann geht die Power, also geht die Spannung sofort runter, sodass ihr dann besser ranziehen könnt. Und wie gesagt, das geht mit den großen Fischen wunderbar. Klar, es ist halt immer noch so, dass diese Fische ja wirklich auf 130 Meter rausschwimmen, also die ganz großen. Und da hat man natürlich dann schon längeren Kampf, ne? Also. So, Zander wieder, normaler Zander. Dann gucken wir mal, vielleicht haben wir ja Glück, dass wir vielleicht noch einen Unique fangen. Also ich persönlich habe bisher noch keinen Unique gefangen. Auch jetzt von den Süßwassertrommeln habe ich bisher noch keinen Erfolg gehabt. Aber ja, was nicht ist, das kommt noch, ne? So, dann lassen wir wieder ein bisschen aufsteigen. Also war jetzt meine Erfahrung, dass man da eigentlich ganz gut mit angelt. Mal gucken, ob wir vielleicht auch einen Unique kriegen. Bisschen ansteigen lassen wieder. Ich werfe jetzt hier immer vom Leuchtturm aus zur zweiten Boje so links. Aber kann man auch, denke ich mal, variieren ein bisschen. Man muss jetzt, glaube ich, nicht speziell zu einem Punkt werfen. Das hatten sie jetzt auch so ein bisschen gepatcht. Dass jetzt es nicht nur spezielle Spots gibt für die Fische. Also, dass es jetzt ein bisschen variabel ist. Ein bisschen schneller ran hier. So, runter. Ja, und der Unique zum Beispiel, ich habe jetzt die Bremse auf 3, das könnte eventuell schon fatal sein, deswegen gehe ich mal lieber auf 2. Weil der Unique, der zieht dann doch schon extrem und dann kann es schon mal schnell passieren, dass die Schnur reißt. Ja, und das wollen wir natürlich nicht. Ja, 30 Meter ist immer so die heiße Phase, dass was beißen könnte. Wie gesagt, ich kann ja nochmal zu dem Zander oder auch zu dem Süßwassertrommel nochmal ein Video machen. Wollte jetzt bloß halt zu dem Gewobe nochmal so ein bisschen angeln dazu, sodass ihr auch ein bisschen was zum Gucken habt. Also ein bisschen so euch auch ein bisschen unterstützen jetzt nach dem neuen Patch. Also wirklich für die großen Fische und große Casting-Route ist auf jeden Fall die Galaxy Cast 260. Da könnt ihr auch wirklich 40 Meter, so an die 40 Meter weit werfen. Und ja, und mit der Zyklon kommt man echt auch gut zurecht. Das ist schon. Da ist ein Trophäengröße. Das ist zum Beispiel jetzt Zander in Trophäengröße. Der E-River hat das auch gerade geangelt. Und da könnt ihr dann wirklich schon die größeren Fische auch mit rausholen. Ne? Also der Kollege hier, der Lachs-Freddy, der hat zum Beispiel auch gestern 14 Kilo Süßwassertrommler rausgeholt und hatte dann auch die Galaxy Cast und ja, das ging wunderbar. Ne? Ja, zu dem einzigartigen Süßwassertrommler mache ich auch noch mal ein Video. Da haben wir auch so einen speziellen Jighead dafür, einen recht großen und auch speziellen Shad, den wir dafür nehmen. Oh, okay. Ah, ist jetzt aber, glaube ich. Oh, der lässt sich recht leicht ranholen. Ja, die haben heute übrigens auch gepatcht, dass eure Sachen alle wieder repariert sind. Und dass die Haltbarkeit auch ein bisschen länger ist, dass sich das nicht so schnell abnutzt. Ne?
Gucken, was haben wir jetzt hier? Ah, normalen Zander. Also Zander ist auch wirklich wesentlich besser bei bewölkt zu angeln. Also das hatten wir jetzt auch schon mal so in Erfahrung gebracht. Wie gesagt, das Giveaway lasse ich jetzt so, ja, 2, 3 Tage laufen und dann mache ich die Auslosung, je nachdem. Ich gucke mir dann die Kommentare an und dann mache ich das wieder mit dem Randomizer. So dass dann, wenn eure Antworten zum Beispiel sind, ja, ich möchte mit dem Ultraleicht-Paket vielleicht Forelle oder kleine Barsche oder Bachforelle oder sowas angeln, eventuell, ne, dass man dann auch die Unix vielleicht damit auch ganz gut rauskriegt. Ja, und das könnt ihr dann schreiben, einfach euer Beispiel dann nennen, was ihr damit gerne angeln würdet. Und dann habt ihr euch da für das Giveaway qualifiziert. Und ja, dann mache ich dazu nochmal ein Verlosungsvideo. Und ja, und dann mache ich mit dem Randomizer, lasse ich dann einmal wählen, wer denn gewonnen hat. Wie gesagt, und das Ganze mache ich dann 3-mal. Mit den in den nächsten Tagen und nächste Woche dann. Und ja, und dann, dass dann 3 glückliche Gewinner dabei rauskommen, die dann auch das Ultralight DLC haben. Ganz wichtig nochmal, wenn ihr das schon eingelöst habt, löst es nicht doppelt ein, ne? Also wenn ihr das jetzt zum Beispiel schon habt, dann gebt das lieber einen Freund oder so. Aber es gab damals mal so ein Problem, dass wenn man das zweites Mal einlöst, dass das dann verfällt, ne? Und das wollen wir natürlich nicht haben. Dann gebt das lieber einen Freund, wenn ihr das schon habt. Und ja, dann freut der sich darüber, ne? Schreibt das dann auch nochmal in der Videobeschreibung mit rein, wie ihr euch dann qualifizieren könnt. Und dann nochmal so genau die Frage schreibe ich dann auch nochmal mit rein. Und vielleicht konnte ich euch jetzt auch mit dem Zander schon ein bisschen helfen. Ihr da vielleicht auch einen einzigartigen Ball rausholt. Ich würde sagen, einen holen wir noch raus. Und dann schließe ich das Video erstmal dazu. Alles klar, bis später, Pantoffel. Ja, Pantoffel angelt hier sehr eifrig. Auch schon den ganzen Tag bei. Oder, na, sag ich mal so, jetzt seitdem ich online war, war auf jeden Fall auch online. Ja, eventuell würde ich ja dann auch mit dem Pantoffel mal zusammen ein Video machen. Also er hat ja auch gesagt, wenn das Turnier Möglichkeit ist oder dass man halt sich gegenseitig herausfordern kann, dass er dann auch gerne mal ein Video zusammen machen würde. Bin ich auf jeden Fall gerne dabei. So, jetzt sind wieder 30 Meter. Jetzt könnte es wieder zum Biss kommen. Drückt mir die Daumen. Komm, komm. Oh, jetzt ist er festgehakt. Müssen wir aufpassen hier. Uns loshaken können. Ah, ist wieder frei. Okay. Machen wir die. Okay. Ist jetzt. Ne. Jetzt ist er frei. Ja, da muss man immer mal gucken, dass man da nicht irgendwelches Geäst oder irgendwie zu doll am Grund lang schabt. Der da verhakt. Aber bisher konnten wir die Route ganz gut freikriegen. Jetzt hat es kurz geruckelt, das könnte jetzt vielleicht zum Biss kommen. Immer noch so auch ein gutes Zeichen. So. Ja, und die nächsten Patches sind ja jetzt auch nicht mehr allzu weit weg. Also in den nächsten 2, 3 Wochen sollen ja noch große Patches kommen, die dann auch schon den Multiplayer mit reinbringen. Also ich bin gespannt. Lass mich überraschen. Der neue Patch hier, der kam ja jetzt auch recht überraschend. Also klar, er war angekündigt, aber jetzt nicht genau das Datum.
Deswegen war ich halt auch wirklich überrascht, dass es jetzt schon losgeht. Freut mich natürlich tierisch. So, 30 Meter. Komm, 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 komm. Beiß mal wieder. Lange Zeit keinen Biss mehr gehabt hier. Ah, schon wieder verhakt. Nee, gleich, jetzt der frei. Jetzt haben wir geschlagen, keinen Biss mehr gehabt. Ich hoffe, dass der Crankbait nicht schuld daran ist, weil manchmal ist das so, dass dann die Ausrüstung kaputt ist. Und dann fängt man natürlich nichts mehr, ne? Oh, da ist ein Biss. Oh ja, oh ja. Ja, könnte. Ja, ein Trophy, denke ich. Was in dem Dreh. Mit zwei Bremse geht das ja noch ganz easy hier. Ich guck mal, was es ist. Das ist ein normaler Zander. Na gut, alles klar. Ja, dann wünsche ich euch auch viel Erfolg beim Zanderangeln. Vielleicht habt ihr auch noch eine andere Methode, wie ihr den besser angeln könnt. Könnt uns auch gerne hier treffen auf dem Steg. Könnt mich ja sonst auch in Steam adden und dann treffen wir uns einfach auf dem Steg. Oder hier einfach im Spiel, genau. Ihr könnt ja einfach BAT- eingeben. Und dann, ja, Underwater Frank oder einfach U oder so. Und dann können wir uns hier im Spiel adden und dann können wir auch zusammen an einem Steg angeln, ne? Gut, alles klar. Dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten und viel Glück bei dem Giveaway. Wünsche ich euch. Und ja, und dann sehen wir uns und hören wir uns beim nächsten Video. Euer Underwater Frank. Tschüss.